bis 29. Juli gegeben. Im vergangenen Jahr hatte der Texaner bei seiner Premiere in der Hansestadt Rang 19 belegt, dabei am zweiten Tag mit einem Albatros drei Schläge unter Par an der 18, Par 5, für Furore gesorgt. Mein erster Besuch in Deutschland und in Hamburg hat mir sehr viel Spaß gemacht, und ich freue mich auch, in diesem Jahr mit von der Partie zu sein. Punkt. 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 Natürlich würde ich meinen Namen gerne auf die Siegerliste mit all den großen Namen setzen, sagte der 27-Jährige. Reed hatte sich mit seinem Triumph beim US Masters in Augusta in der Weltrangliste auf Platz 11 verbessert, auf der US Tour hat er bislang 6-mal gewonnen. 2016 triumphierte er mit dem US-Team im Ryder Cup und feierte am Schluss stark einen wichtigen Einzelsieg gegen Europastar Rory McIlroy, Nordirland.